machen. Wir sind heute unter anderem auch hier, um deutlich machen zu können, dass es viele Menschen gibt, die ihren Körper nicht verändern, um den Erwartungen ihrer Umwelt zu entsprechen und somit in der öffentlichen Wahrnehmung nicht als Abweichung von der zweigeschlechtlichen Normierung sichtbar sind und die dennoch existieren. Wir fordern eine zunehmende Akzeptanz für die Selbstbestimmung von Menschen über ihren eigenen Körper und ihre Identität. Als Grundlage für die Identität soll dabei das gelebte